Ich würde sagen, auf los geht's los. Wunderschönen guten Tag. Hallo, lieber Franz, wie geht's denn so? Hallo Melik, danke. Mir geht es inzwischen schon wesentlich besser in allen möglichen Belangen. Schön, dass wir jetzt wieder mal diesen Podcast gemeinsam gestalten können. Hat mir auch schon gefehlt, dieser achtsame Austausch mit dir. Ist immer sehr nett und inspirierend. Und ich habe mir in dieser Zeit, wo wir uns nicht ausgetauscht haben, auch jede Menge Gedanken gemacht. Ja, und wir werden gemeinsam da auch heute, glaube ich, einiges Interessantes zu sagen haben. Ja, die Themen heute sind Philosophie, Religion, Kultivierungswege. Sehr, sehr spannende Themen. Habe ich natürlich jetzt auch lange darauf gefreut, mir ziemliche Gedanken gemacht, aber ich habe mir jetzt wirklich den Kopf ausgeleert und freue mich auf wieder einmal nach langer Zeit. Ich sehe und höre, der Husten, der ist weg. Gratuliere. Ja. Ja, das CDL, das Chlordioxid, das hat mir wirklich sehr, sehr gut getan. Super. Ich kann da wirklich nur allen danken, die mir diese Ratschläge erteilt haben. Und ja, also Eigeninitiative und Hilfeleistung im Netzwerk sind momentan ohne dies die großen Themen. Da kommen wir weiter, als wenn wir die Antibiotikabomben von der Schulmedizin einschmeißen. Also was ich erlebt habe, war das Schlimmste, das mir passiert ist jetzt in dieser sogenannten Covid-Erkrankung, zumindest ein positives Testergebnis wird dann eben so beschrieben, das waren die Nebenwirkungen der Antibiotika, nicht? Das war ein Kreislaufkollaps, weil ich mich eben nicht daran gehalten habe, mich dann komplett ruhig zu verhalten, wenn ich diese Bomben schluck, sondern ich habe einen normalen Ablauf mit, also bei 37 Grad Celsius bin ich im Auto quer durch die Stadt gefahren, war nicht förderlich für meinen allgemeinen Zustand und ich durfte dann die Konsequenzen spüren. Aber wenn ich also gleich nur CDL verwendet hätte, wäre mir auch das erspart geblieben. Also es war, die schlimmsten Folgen waren sozusagen nicht Folgen der Erkrankung, sondern der Behandlung. Und das ist leider Gottes in der Schulmedizin immer wieder zu beobachten. Also, es überrascht mich, also das habe ich richtig herausgehört, du hast Antibiotika genommen. Ja, na, ich hatte Eiter aus der Nase und aus den Bronchien. Und früher hat man das dann von der Schulmedizin so interpretiert, das ist ein bakterieller Infekt, eine beginnende Lungenentzündung und eben nicht viral. Und deswegen hat man mir dann auch die Antibiotika, 14 Megabomben, verschrieben. Und der Arzt hat dann noch dazu gesagt, da müssen Sie jetzt aber schonen. Machen Sie Auszeit. Wenn Sie das nicht tun, dann kann das sehr unangenehm für Sie werden. Naja, und man überschätzt sich natürlich und seine Leistungsfähigkeit und denkt, mein Gott, was soll mir schon passieren? Ich schluck das Zeug runter und mache weiter wie gewohnt und konnte dann am Abend von meinem Schreibtisch nicht mehr aufstehen. Mein Sohn und meine Frau haben mich dann gestützt und ins Bett gebracht. Oi. Und das ist eine schreckliche Erfahrung. Also wenn eigentlich andere Menschen auf deine Hilfe angewiesen sind und du plötzlich selbst zum Pflegefall wirst, in deiner Wahrnehmung, das ist höchst unangenehm. Ja. Ich habe gespürt, wie ich dann am Bett gelegen bin, meine Extremitäten, als wären die 10-mal so schwer. Ja, also dieses Gewicht hat mich also wirklich niedergedrückt. Und ich kann mich an so eine Erfahrung noch sehr lebhaft aus meiner Kindheit erinnern. Ich bin einmal in einem Hof von der Rutsche gefallen. Ich hatte Gott sei Dank eine Pudelhaube auf, also so eine dicke Wintermütze mit einer Quaste drauf. Und ich habe mich auf einer Rutsche oben auf der Plattform so nach hinten gebeugt, weil ich das lustig fand, zu sehen, wie die Häuser alle am Kopf stehen und habe das Übergewicht bekommen und bin also direkt auf den Kopf gefallen von da oben und hatte damals eine Gehirnerschütterung. Und eines dieser Symptome war, dass ich nicht mehr alleine stehen konnte, weil die Füße einfach eingeknickt sind. Ich hatte keine Kraft mehr, allein zu stehen. Und genau so ist es mir jetzt wieder ergangen. Also diese Erfahrung aus der Kindheit noch einmal zu erleben, jetzt als Erwachsener, das war irgendwie gruselig, muss ich sagen. Ja. Geht so viele Türen auf, weil ich war ja anfangs des Jahres auch mit Covid diagnostiziert worden Ja. und ich habe nichts genommen,
Ich habe die Pflege meiner Frau gespürt und halt Vitamine und bla bla Ja. bla. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe auch kein CDL genommen dazu mal. Oder doch, ich weiß es nicht mehr. Aber was ich habe nichts gemacht und ich hatte wirklich 2 Wochen lang Hardcore-Symptome. Ich hatte Gliederschmerzen ohne Ende und ich war wirklich eigentlich nur noch im Bett. 2 Wochen lang. Ich war müde, bettlägerig zu sein und bedient zu werden. Ich verstehe dich sehr gut. Aber ja, so wie die Statistik jetzt zeigt, sind 95% der Durchseuchung. Also den Schuh, den dürfen sie uns einfach nicht mehr anziehen. Und das wäre ein Virus, wenn es diesen gibt, wenn man da dem Stefan Lanka und so weiter zuhört, dann stellt man sich natürlich die Frage, was geschieht da jetzt mit der Gesellschaft, Ja. wenn es nicht ein Virus ist. Aber gehen wir mal davon aus, dass es ein Virus ist. Der lebt jetzt in uns, mit uns und ist ein Teil von uns und der Erdball oder die Scheibe, die dreht sich weiter und Ja, fertig. Melik, wir sind da ja eigentlich schon direkt mitten im Thema Religion, Philosophie. Ne? Wir sind damit schon mittendrin. Denn was du gerade beschreibst, das ist ein materialistisches, schulmedizinisches Weltbild, mit dem wir alle groß geworden sind. Ja, und das jetzt von bestimmten aufgewachten Menschen hinterfragt wird und auf die Probe gestellt wird. Und das ist in Wahrheit seit Immanuel Kant Aufgabe der Philosophie. Nicht? Also ausgehen, bediene dich deines eigenen Verstandes und entkomme der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Das war ja die große Devise, die er uns allen gegeben hat, mit auf den Weg. Und was die wenigsten Menschen verstehen, ist, dass es nicht der heutige Erkenntnisstand einer Schulwissenschaft ist, der uns vorgibt, was die Wirklichkeit ist oder sein sollte, sondern dass die Philosophie, also die grundlegenden Denkweisen, uns vorgeben, wie Wissenschaft funktioniert. Ja, also die philosophischen Grundlagen, vor allem eben die wissenschaftstheoretischen Grundlagen, die sind bei weitem wichtiger als das Faktenwissen der sogenannten Schulmedizin. Nicht alle Menschen, denen heute so ein paar News, könnte man sagen, vorgeworfen werden in Fachzeitschriften oder im Internet, die lesen sich 3, 4 solcher Meldungen durch und glauben, sie sind damit fachlich gebildet oder sie hätten ein Wissen erworben. In Wirklichkeit plappern sie also nur bestimmte vorbestellte Ergebnisse von Auftragsforschern nach, die selbst so materialistisch in der Schulwissenschaft geprägt wurden, dass ihnen die grundlegenden Denkfehler, die sie tagtäglich begehen, nicht einmal auffallen. Und das ist der wirklich schlimme Zustand unserer heutigen Gesellschaft. Im ökonomischen Kontext, Geldsystem und Co., ist mir das sehr früh schon aufgefallen. Aber wir dürfen das jetzt eben auch im medizinischen Kontext lernen und wahrnehmen und damit in einem universellen Zusammenhang stellen. Und im nächsten Podcast werden wir uns ja dann auch den Aufgaben und Problemen der Wissenschaft zuwenden. Aber zunächst mal Philosophie und Religion. Gibt es da Berührungspunkte? Gibt es da Überschneidungen? Wer braucht das überhaupt? Können wir auch ohne Philosophie und Religion glücklich leben? Ich denke mir, dass das völlig verschiedene Themen sind, Philosophie und Religion. Ja. Religion gibt es sicherlich sehr viele Leute, gerade Atheisten und so weiter, die allergisch darauf reagieren. Und ich verstehe auch, wieso. Wenn man heute sieht, zum Beispiel im Katholizismus und so weiter, was da Ja. In den Kirchen mit den Jungs und Mädels passiert und so weiter. Das ist jetzt ein Teilaspekt. Der andere ist, dass man sich zum Beispiel freikaufen kann oder dass man seine Sünden beichten kann und nachher ist alles wieder in Ordnung. Das sind alles so Dogmen. Ich nehme das Wort Dogma als einen neutralen Begriff. Und hier wende ich es als etwas Negatives an, wende ich es als etwas Negatives an, weil es negativ angewendet wird. Ich kann mir sehr gut Ja. vorstellen, dass es Dogmen gibt, die gut angewendet werden, zum Wohle des Individuums oder
einer Gesellschaft, hat natürlich den Hang zur, wie heißt es, zur Vorwandskriminalität, was wir heute sehr, sehr, sehr stark spüren. Gerade mit geprägt mit Euphemismen, das heißt, dass man es schön spricht, im Namen der Demokratie, im Namen des sozialen Daseins. Wir waren bei den Dogmen. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Einstieg war. Wir wurden gerade unterbrochen. Es ging um Euphemismen, Vorwandskriminalität. Genau, richtig, ja. Solidarität, genau. Im Namen der Solidarität kommen sie jetzt und zwingen uns auf. Richtig. Ich weiß nicht mehr, welche Größe das war, hat gesagt, nach der Niederlage des Faschismus, wenn er wieder zurückkommt, wird er nicht als Faschist, sondern als Antifaschist auftreten. Natürlich, ja. Genau das ist das, was jetzt gerade passiert. Wir werden gezwungen, etwas zu tun gegen unseren Willen und sie verkaufen es uns als müsste man es nicht. Sie kommen die ganze Zeit und sagen, es ist freiwillig, es ist freiwillig. Und diese Leute, die sind einfach nicht mehr vernünftig. Meiner Meinung nach sind das alles Psychopathen. Psychopathen, wieso Psychopathen, nicht Soziopathen? Das ist ein ziemlicher Unterschied. Soziopathen, die sind nicht gesellschaftsfähig. Die wirst du nicht in großen, in hohen Rängen und so weiter finden, weil das sind Leute, die rasten schnell aus. Man soll sich die Definition von Soziopathen anschauen. Aber Psychopathen, die sind wiff, die sind schlau, die schmuggeln sich rein, die sind sehr intelligent und die sind aber nicht empathisch. Das heißt, sie wissen gar nicht, was sie anstellen mit uns. Und sie sind halt einfach Opportunisten. Sie verfolgen ihre Ziele und die sind skrupellos. Und das ist genau das, was jetzt gerade stattfindet. Und ja, weißt du, Melik, ich möchte mich dieser Beschreibung und Qualifikation von Psychopathen und Soziopathen jetzt einmal enthalten. Es stimmt, es gibt Aussagen von amerikanischen Psychiatern, die sagen, so 8-12% der Führungskräfte im Top-Management der internationalen Unternehmen, die hätten eine ganz bestimmte Geisteskrankheit, die meines Wissens noch gar nicht benannt wurde. Aber das Hauptsymptom ist, dass man andere Menschen nicht als Lebewesen, sondern quasi als Maschinen, als Roboter behandelt. Genau, sehr gut. Also es dürfte sich um eine Art Solipsismus handeln. Ja, nur ich habe Gefühle, nur ich bin wirklich lebendig und alle anderen spielen es vielleicht nur vor. Die kann ich also, und das hat ja in meiner Meinung nach, ist das auch ein wesentlicher Ausgangspunkt oder vielleicht sogar eine Grundbedingung für den Ansatz des Transhumanismus. Mhm. Ja, also in andere Menschen, in fühlende und denkende Menschen Chips einzubauen und sie steuerbar zu machen. Das setzt meiner Meinung nach schon einen wesentlichen Schuss Solipsismus voraus. Ich bin der Einzige, der lebt und fühlt und denkt und alle anderen mache ich zu den mir dienenden Maschinen. Mhm. Ja, das hat damit, glaube ich, sehr viel zu tun mit dieser Art von Geisteskrankheit. Aber jetzt, um wieder zur Religion zurückzufinden. Ich glaube, Religion, das, was man vor allem auch dem Katholizismus vorwirft, also die dunklen Jahrhunderte der Kreuzzüge, ja, und die Hexenverbrennungen und alles das. Meiner Meinung nach ist das jetzt nicht ein typisches Symptom oder ein Attribut einer Religion. Das ist auch wieder ein Missbrauch einer Religion. Nicht? Also eine Religion, die man als Religion wirklich ernst nehmen würde und die auch so als Religion funktionieren würde, die könnte man jetzt nicht für Kriege missbrauchen. Weil die würde diesen inneren Kern der Nächstenliebe und der Empathie bereits in sich tragen. Und vom Prinzip her, mit dem Gebot, du sollst nicht töten, ist das ja auch eigentlich schon vorgegeben. Aber auf der anderen Seite, du sollst Gott ehren, nicht? Also je nachdem, wo man jetzt da die Rangreihung setzt und sagt, wenn es da scheinbar zu einem Konflikt käme, Gott zu ehren oder nicht zu töten, welche Regel ist dann die wichtigere? Und da sehen wir auch schon sofort das Problem eines regelbasierten Ansatzes. Wer entscheidet über die Rangfolge von Regeln?
wenn sie scheinbar im Widerspruch zueinander stehen. Ja, deswegen bin ich nicht unbedingt ein Anhänger von einem starren, regelbasierten System, sondern der gesunde Hausverstand oder auch die Empathie, die Menschenliebe oder die Liebe zu allen Lebewesen, das ist dann für mich letztlich immer noch ein höherer Wert als ein starres Regelsystem. Ich verstehe sehr gut, was du meinst. Und ich denke mir, wenn es eine Welt gäbe mit lauter Franz Hörmanns, dann wäre das wahrscheinlich ein wunderschöner Ort. Weil, ich muss sagen, für mich persönlich wäre es ein sehr langweiliger Ort. Ich möchte gerne andere kennenlernen. Nein, nein, aber stell dir vor, mit den Charakterzügen, mit dem, ja. Das ist das zwar das nächste Thema, aber der, ja. der ganze wissenschaftliche Ansatz, die viel, kommen wir ja. zurück zur Philosophie, wenn es nicht eine Religion ist. Und der Unterschied ist, ich versuche das ein bisschen in meinem Buch auseinanderzunehmen, was ist Religion, was ist eine Sekte, was ist ein Kult und was ist ein Kultivierungsweg und was ist eine Lebenseinstellung. Und da gibt es noch weitere Abstufungen oder auf derselben Ebene. Das muss nicht untereinander voneinander sein. Wenn ich die Religion, die Weltreligionen anschaue, nehmen wir zum Beispiel den Katholizismus. Das ist eine Legitimität, die, ich gehe jetzt da nicht zu tief ins Detail rein, aber das, die stammt ursprünglich vom Lanzenstich, als Jesus gekreuzigt wurde. Von dieser Handlung legitimiert die Kirche ihr Dasein. Wenn es gibt es so eine, in den Telegram-Kanälen gibt es einen Clip, der zeigt, was Jesus getan hat und was die Kirche tut. Und das ist es eben. Hör nicht, was sie sagen, sondern schau, was sie tun. Und das ist diametral unterschiedlich, was die machen. Ich denke nicht, dass wenn Jesus da wäre, er sagen würde, was die Kirche macht, das ist top. Das ist genau so, wie ich es gesagt habe. Das kann ich mir nicht ansatzweise vorstellen. Und deshalb sehe ich in der Kirche, im Katholizismus, ob jetzt reformiert oder nicht, sehe ich einen Kult, der sich selber geschaffen hat und nicht eine Religion. Was ist für mich eine Religion? Eine Religion ist für mich, und zwar damit meine ich die Orthodoxie, das heißt, so ist, wie es von einem Erleuchteten übermittelt wurde. Etwas, was wirklich ich sage jetzt mal, von Gottes Ebene gegeben wurde. Das heißt, ein Engel oder so hat die Nachricht gebracht, oder wenn man zum Beispiel im Buddhismus anschaut, Buddha Shakyamuni ist zur Erleuchtung gekommen, ist ein erleuchtetes Wesen gewesen, hat die Wahrheit gesehen oder zumindest auf seiner Ebene, wo er war sehr wahrhaftig unterwegs und konnte es von seiner Ebene übermitteln. Und eine Religion ist, wenn das breitflächig popularisiert wird. Das heißt, viele Menschen einen Zugang dazu kriegen. Weil wenn man zum Beispiel den Daoismus anschaut, ich weiß nicht, kann man auch als Religion anschauen, aber ich denke mir, im Ursprung war er keine Religion, sondern ein Kultivierungsweg, weil es dort immer, es gab einen Menschen, einen Erleuchteten, und der hat das nicht jedem sein Wissen beigebracht, sondern er hat sich zwei Schüler genommen und am besten dieser zwei, das heißt am tugendhaftesten, hat er, wenn er sich zudem noch eine gewisse Stufe hat und sich als würdig dargestellt hat, hat er sein Wissen weitergegeben. Hat er keinen solchen Schüler gefunden, hat er sein Wissen mit ins Grab genommen. Und das ist jetzt eine Ecke der Religion, Kultivierungswerke, Philosophie, sage ich jetzt mal. Dann gibt es die ganzen Indianerstämme und Kulturen, Mayas, die wir im Westen hatten. Die hatten auch ihre Wege etwas, wie soll ich sagen, eine Religion oder einen Kultivierungsweg daraus zu machen. Die hatten ihre Rituale, ihre Kultur und die hatten auch ihre Dogmen, dass sie gesagt haben, schau,
Sie haben natürlich mit der Zeit herausgefunden, wie etwas am besten praktiziert wird. Das war vielleicht zum Teil kompliziert zu erklären. Und dann haben Sie einfach gesagt, hey, schau, wenn du das tust, dann wirst du bestraft. Dann kommt der Königsadler und der nimmt dich mit in die, in die Dunkelwelt oder irgend so etwas. Und da gibt es Mythen um Mythen. Und alles hat irgendwo seine Daseinsberechtigung, je nachdem, aus welchem Blickwinkel, dass man es anschaut. Wenn wir die Philosophie anschauen als solches, da gefällt mir die Aussage von Sokrates am besten, der gesagt hat, ein nicht reflektiertes Leben ist nicht lebenswert. Und das hat so für mich den Ansatz der Kultivierung. Kultivierung, das ist jetzt viel gefallen, dieses Wort, es aufzuschlüsseln in meinen Worten, ist, dass man sich einfach verbessert. Ja. Ja. Eigentlich allen seinen, nur noch und kurz, in allen seinen Zügen verbessert. Mhm. Eines meiner Lieblingsbeispiele ist der Benjamin Franklin, der die sogenannte Charakterkultivierung definiert hat. Der hat 13 Tugenden von ihm hat er aufgelistet in einem Notizbuch. Das kann man in Museen, kann man das anschauen. Mhm. Und er hat diese 13 Tugenden genommen. Nein. Anstrengend. Tut mir leid. Ja. Soll es geben, wenn es notwendig ist. wir waren bei Benjamin Franklin. Genau, er hat diese 13 Tugenden genommen in sein Notizbuch und jeden Monat hat er eine dieser Tugenden in Augenschein genommen, hat er sich reflektiert und jedes Mal, wenn er eine Tugend nicht, wenn er etwas nicht bestanden hat, wie zum Beispiel Wollust oder so, ich weiß nicht mehr genau auswendig, welche alle waren, dann hat er einen Punkt in sein Notizbuch gemacht oder in seinem Tagebuch. Und man sieht in den Museen, wie am Anfang das gespickt war mit Punkten und gegen Ende seines Lebens hat es fast keine Punkte mehr. Mhm. Das ist für mich der Inbegriff von Kultivierung, dass man nicht nur empathisch ist mit anderen Menschen, sondern auch mit sich selber, dass man sich verbessert, sich kultiviert, sich erhöht in seinen moralischen Vorstellungen. Ich weiß, viele haben jetzt wahrscheinlich eine Aversion gegen das Wort Moral. Das ist eine Konditionierung, die sie wahrscheinlich haben aufgrund von Religion und Dogmen und Dingen, die sie aufgezwungen wurde. Moral ist dann von mir aus gesehen ein sehr, sehr, sehr schönes Wort, sehr wichtiges Wort, was gerade in der heutigen Welt mehr Aufmerksamkeit bräuchte, um sich halt eben zu erhöhen. Das ist der Unterschied, das ist das, was ich indirekt in den Religionen sehe, dass es einfach heißt, ja, ein guter Mensch zu sein. Und meiner Meinung nach geht es im Leben ein bisschen mehr als einfach nur ein guter Mensch zu sein. Weißt du, Melik, ich pflichte dir dabei und ich sehe zum Beispiel den Wert einer Kultivierung, also heißt in einer laufenden, kontrollierten und reflektierten Selbstverbesserung, durchaus auch aus weltlicher Perspektive. Ja, denn wenn du dir vorstellst, der Ehrenkodex der Ritter seiner Zeit, ja, also um ein Ritter zu sein, oder auch der richtig verstandene Adel im Sinne einer Meritokratie. Ja, also dass die, die eben auch Besonderes leisten für das Volk, auch das Volk anführen sollen. Ja, also da sehe ich großen Wert. Und wir wissen auch, dass du auch beim Militär oder sagen wir jetzt weniger kriegerisch bei der Feuerwehr oder bei der Bergrettung ohne Disziplin nicht erfolgreich sein wirst. Im Gegenteil, du wirst ziemlich sicher auch dein eigenes Leben und deine eigene Gesundheit gefährden, ja, ohne diese laufende Selbstverbesserung. Das heißt, ich kann mich noch erinnern, in meiner eigenen Studienzeit, als ich mich auch noch für Aktien und Börsenspekulationen interessiert habe, natürlich wissenschaftlich systematisch, da habe ich viele Bücher gelesen von erfolgreichen Spekulanten, die dann gesagt haben, ihrer Meinung nach und ihrer Erfahrung nach waren die erfolgreichsten Börsenspekulanten ehemalige Soldaten,
weil die ihren einmal aufgestellten Plan dann auch ganz konsequent zu Ende gebracht haben und sie nicht zwischendurch von einer Kursexplosion oder einem Einbruch, ja, aus dem Konzept bringen ließen. Ja. Alleine schon ein einmal gewähltes Ziel konsequent im Fokus zu haben und weiter zu verfolgen, ist ein unglaublicher Wert. Ja. Hat am Ende auch mit der zuverlässigen, glaubwürdigen Kommunikation zu tun. Denn wenn ich jemandem etwas zusage und verspreche, dann muss ich doch davon ausgehen, dass ich alles tun werde, um das dann auch einzuhalten. Nicht? Und auch dafür braucht es Disziplin und Konsequenz. Ich selbst stehe auf dem Standpunkt, dass man Religionen eine maximale Freiheit geben sollte, aus der Sicht des persönlichen Individuums. Ich würde also kaum Religionen verbieten wollen, unter der Prämisse, dass die Anhänger dieser Religion jetzt nicht mit Flamme und Schwert ihren eigenen Glauben als den einzig wahren auch wieder ihren Mitmenschen aufzwingen wollen. Ja, also wenn man diese Freiheit wechselseitig respektiert, dann ist Religionsfreiheit für mich etwas sehr Schönes und Sinnvolles. Und ich glaube, dass es auch bestimmte Kernwerte und Vorstellungen gibt, die sich wahrscheinlich in vielen Religionen wiederfinden lassen. Für mich persönlich, und ich glaube, da gehen wir ja auch konform, ist das zum Beispiel dieses Dreigestirn Barmherzigkeit, Wahrhaftigkeit und Nachsicht. Echt, das finde ich einfach wunderschön und das gehört für mich auch zur Humanität, zur gelebten Humanität dazu. Oder zur Lebensfreundlichkeit, wenn wir uns jetzt nicht nur auf Menschen, sondern auch auf andere Lebensformen einlassen wollen, dann gestehe ich denen auch ihre Freiheit zu. Und wie du richtig gesagt hast, Sekten waren ursprünglich immer Abspaltungen von anerkannten großen Religionen. Und in der menschlichen Geschichte, wenn wir uns das jetzt ansehen, also auch das Christentum ist irgendwann als kleine Sekte entstanden. Wobei man, wenn man jetzt die neueren Ergebnisse der historischen Forschung uns näher ansehen wollen, dann insbesondere an dem Zeitpunkt, wo es dann zur römischen Staatsreligion wurde und mit dem Mithras-Kult oder der Mithras-Religion vermischt wurde, auch wieder sehr viel der ursprünglich zu eigengemachten Kernvorstellungen verwaschen und überschrieben wurden. Nicht? Also auch das Muttergottesbildnis, das Bild der Muttergottes und die Bezeichnung als Jungfrau, ein Ehrentitel für Königinnen schon im alten Ägypten. Nicht? Und das blaue Kleid der Gottesmutter kann man auch direkt dem Isis-Kult und der Isis-Verehrung entnehmen. Da gibt es also auch sehr viele Vorläufer und Ähnlichkeiten, wo man heute gar nicht mehr sagen kann, ist das originär im Christentum entstanden, ist das von woanders übernommen worden, hat man das vielleicht auch bewusst eingesetzt, um die Anhänger dieser älteren Religionen dann akquirieren zu können, um es ihnen leichter zu machen, sich in diese Religion dann einzubringen. Philosophie ist für mich eher ein freier Werkzeugkasten, um das eigene Denken und Fühlen zu hinterfragen. Nicht? Und du weißt ja, ich bin ja von meiner Prägung her als Wissenschaftler mit Herz und Seele ein unglaublicher Freidenker. Deswegen habe ich mir am Anfang auch immer mit dem Begriff Dogma sehr schwer getan. Denn Dogma ist mir insbesondere eben in den Wissenschaften immer wieder begegnet. Und dort war es teilweise schon sehr destruktiv. Ja, dort hat es für mich eigentlich kaum einen sinnvollen Wert. Ein Wissenschaftler, der nicht permanent alles in Frage stellt, der ist kein ergebnisoffener Forscher, sondern allenfalls ein Auftragsforscher. Und von denen haben wir genug, ja, zu viele in Wirklichkeit. Aber natürlich auf der persönlichen, auf der religiösen und auf der spirituellen Ebene sieht die Funktion eines Dogmas wieder völlig anders aus. Das kann unter Umständen ein wesentliches Werkzeug sein, um einfach die Selbstdisziplin zu befördern. Eine Hilfestellung, um sozusagen beim eigenen Plan zu bleiben. Nicht? Und wenn man, egal in welcher Zeit in der Menschheit etwas verändern möchte, ich habe Menschen kennengelernt, die sehr tief in unsere Gesellschaft und auch in Dysfunktionalität geistig vorgedrungen sind. Und die haben gesagt, wenn wir das wirklich verändern wollen, dann müssen wir eine Sekte gründen. Das heißt, wir brauchen eine verschworene
Gruppe von Menschen, die sich ihren eigenen Lebensstil erwählen und den dann auch konsequent gegen den Widerstand des heutigen Mainstreams durchhalten. Und ich bin jetzt nicht unbedingt ein Sektierer, ich bin auch niemand, der so eine Sekte gründen möchte, aber den Wert eines solchen gemeinsamen Glaubensprinzipien für die eigene Kommunikation in einer Gruppe, den habe ich schon lange erkannt, keine Frage. Also ich würde mich da nicht stigmatisieren lassen oder so irgendwo durch eine Sekte oder ein Verschwörungstheoretiker, ein Schwurbler oder sonstiger was zu sein. Das sind alles Definitionen von Leuten, die keine Ahnung haben oder sich keine Zeit nehmen, etwas wirklich zu erforschen, zu hinterfragen und so weiter. Es ist ein Werkzeug, wie heißen die Demagogen? Die haben diese Werkzeuge geschaffen, damit ich genauso frei denke wie wir. Wirklich sehr schnell abgestempelt werden können und viele Leute, das ist wie zum Beispiel in Amerika, da sagst du jemandem, er sei Rassist und der wird dann in eine Ecke gedrängt, aus der er kaum heraus kann. Und deshalb ist es einfach eine Begriffsfrage und ich finde, dass er in den eigenen Kreisen diese Begriffe, und das ist genau das, was wir machen in einem achtsamen Dialog, das ist nämlich die Begrifflichkeiten auf den Tisch zu stellen, wie möchten wir etwas nennen. Und ich werde mich sicherlich nicht eine Sekte oder irgend so etwas nennen, sondern ich nenne mich einen Kultivierenden, einen Wahrheitssuchenden, einen friedvollen Krieger oder so etwas in dem Stil und versuche, und schlussendlich kommt es nur darauf an, was du tust. Ja. Und ich denke mir, indem wir halt eben wahrhaftig, barmherzig und tolerant sind, und dann kommt es immer darauf an, aus welchem Blickwinkel, weil das ist dann die große Kunst. Ich finde, ein Ansatz in der Religion, wenn man es so benennen darf, oder einfach um etwas zu zitieren, was wirklich ein schöner Wegweiser ist, das ist die goldene Regel. Ich denke mir, in jeder Kultur hast du die goldene Regel auf die eine oder andere Art, ob es eine Interpretation von einem Immanuel Kant ist oder so, aber es heißt, und ob es positiv oder negativ formuliert ist, das heißt, mit einer Negierung oder nicht, tu nicht etwas, was du nicht willst, was man dir tut, oder behandle andere, wie du selbst behandeln willst. Ja. Also diese zwei Versionen, such dir aus, was dir am liebsten ist, und dann verhalte dich so. Und das ist dann der Inbegriff, dann kommen viele Werkzeuge dazu, wie zum Beispiel Selbstreflexion, aber auch Empathie. Und wenn man sich so verhält, dann kann man noch so schöne Wörter nehmen, man macht es einfach richtig. Und meiner Meinung nach richtig in dieser Welt ist meistens der schwierige Weg. Und das ist das, was die Leute wahrscheinlich Mühe haben. Und deshalb ist Dogma nicht mal so schlecht. Vielleicht nehmen wir ein anderes Wort und das ist Disziplin. Ja, eine Disziplin, genau. Eine Disziplin machen und sich für etwas entscheiden, finde ich sehr gut, den Ansatz, den du genommen hast mit Soldaten. Früher in der Schweiz, wenn du dich beworben hast und du warst im Militär, dann hast du schneller eine Stelle gekriegt. Wieso? Weil die Leute einfach disziplinierter sind. In Japan hast du das gleiche Prinzip. Wenn du in der Zen-Schule warst, ich glaube, es ist die Zen-Schule, dann hast du jeden Posten gekriegt, weil das ist eigentlich das harteste Training, sage ich jetzt mal, da hast du wirklich gute Leute. Und wenn man sich die Welt sieht, in welche Richtung das sie geht, es geht nämlich immer mehr Verantwortung abzugeben. Man sieht die linke Seite, sozialistische Systeme, kommunistische Systeme, die kriegen überall Überhand. Und es ist Zeit, etwas Neues zu machen. Ich sage jetzt nicht eine Sekte oder so, aber sicherlich eine Parallelstruktur. Und was das für Strukturen hat und so weiter, Umgangsformen und so weiter, das sind Dinge, die würde ich auch sehr gerne als Wissenschaftler und als Forscher, Kultivierender betrachten und es richtig tun. Absolut. Wir kommen zum Ende des ersten Teiles. Ich freue mich schon auf Den nächsten. Ich mich auch. War einfach wieder mal super. Dann sage ich gute Zeit und bis bald. Ciao, lieber Franz. Bye, bye.